meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Ja, ich weiß. Es ist heute Donnerstag. Es ist Donnerstag und nicht Sonntag. Ich komme einfach zu gar nichts. Ich komme wirklich zu gar nichts. Des Weiteren bin ich immer noch, auch wenn ich es nicht ändern kann, todunglücklich hier mit der Situation. Dann mussten wir mit einer von unseren 5 Katzen die letzten paar Tage öfters mal zum Tierarzt. Die hat Probleme mit der Schilddrüse. Ja, ich sehe hier gerade, hier ist eine Spinnwebe. So, genug gejammert. Wir haben Donnerstagabend, gleich 7:45 Uhr und ich komme zu, was habe ich erwärmt? Haar in einem Täschchen? Ja, Haar. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe es ja auch endlich mal geschafft, meine Frühjahr-Sommerdüfte auszusortieren. Und da waren eben Tester, das sind hier unsere Dufttester, da waren hier eben einige dabei, die eben nicht mehr kommen, mit großer Wahrscheinlichkeit, oder die auch schon jetzt seit meinen Anfängen von Februar 2019 sind. Deswegen habe ich mir gedacht, zum Wegschmeißen sind sie noch zu schade. Also es gab den einen oder anderen, der war wirklich nicht mehr gut. Und ja, das kann man auch an den Dufttestern, beziehungsweise auch wenn man jetzt einen Wachsbar hat. Auch Wachs kann kippen. Ja, und das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Okay, ich muss hier mal gucken, weil die sind aus vorhergegangenen. Die einen sind aus Frühlingssommer 19 und die anderen Frühlingssommer 20. Also 19, das war ja mein erstes Jahr bei Sensi. Und wir fangen hier einfach mal an. Ich muss jetzt bloß mal gucken. Genau, der noch. Und der noch? Wir fangen an. Ich hatte zuallererst den Happy Hibiskus. Oh, der ist so blumig parfümig. Und wenn ich hier jetzt hier ran rieche, der hat echt ein bisschen was von Cozy Cardigan. Aber echt nur ein bisschen. Aber der ist mega geil. Wir haben Hibiskusblüten, sind über einen milden, pudrigen Moschusduft verteilt und flüstern zart wie eine Sommerbrise. Mega der. Dann haben wir den Tangerine Fizzy. Also da muss ich sagen, da hatte ich wirklich ein, zwei dabei. Die waren gekippt. Es also war wirklich ekelhaft. Also man riecht es wirklich, wenn die gekippt sind. Also und der ist auch hier, der ist so richtig fruchtig, sommerlich, weil wir hatten ja noch schöne Temperaturen. Also da war es mir echt noch nach fruchtig, sommerlich. Jetzt so, wenn ich rausschaue und mir die Temperaturen angucke, dann ist mir doch schon wieder nach etwas kuscheligen, kalten. Aber der ist wirklich auch mega fruchtig. Gezuckerte Mandarine mit etwas Sprudel für eine lustige Spritztour. Der war auch immer geil. Dann einer mit auch meinen Lieblingen. Ach, ich schau mal, vielleicht geht es so besser. Der Tropic Tango. Oh, der ist auch. Also, die Mango ist sowas von präsent, also das ist wirklich der Wahnsinn, wie wenn ihr echt so eine frische Mango aufschneidet und reinriecht. Lassen Sie sich von der Musik treiben mit
Tangelo-Schale, Mangopüree und Kokosmilch. Also ist auch ein ultimativer Sommerduft. Jetzt muss ich hier mal gucken, welche ich hier noch hatte. Ach ja, als nächstes hatte ich noch den Passion Fruit Colada. Und der ist auch, also blumig. Echt erinnert so ein bisschen nach Sonnencreme. Also ist auch so ein mega Sommerduft. Strand, Meer, Palmen. Honigmelone und Passionsfrucht mit einer süßen Woge von Zuckerrohr. Ja. Dann geht's weiter. Wo ist er? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Ach so, hier. Beach Daisy, Moment, ich muss mal kurz Pause machen. Meine Katze macht hier schon wieder Unfug. So, Miezekatze ist wirklich wieder auf dem Weg der Besserung. Wenn man nämlich hier schon wieder Müll stöbern kann. Also, wir hatten Beach Daisy. Also, ich habe es mit die blumigen gekappt, blumigen, fruchtigen gehabt. Und der ist wirklich sowas von Gänseblümchen blumig. Der ist mega geil. Ach, ich mag den. Honigmelone, wilde Gänseblümchen und grüner Apfel bilden ein frisches im Paradies gepflückten Bouquet. Bloß das Schade ist halt, da die Tester wirklich so lange gelegen waren. Die haben nicht lange gerochen. Dann haben wir. Ich habe auch fröhlich vor mich hin gemischt. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, was ich alles zusammen gemixt habe. Hier haben wir den Vanilla Mint. Der wäre jetzt wieder was Geiles für die beginnende Winterzeit. Weil der ist auch so, ja, so frostig tannennadelig riecht der. Wintergrüner Frost glitzert über Vanille und gefrorenem Zitrus. Oh, der ist wirklich, ich weiß, den habe ich, glaube ich, irgendwo reingeschmissen. In, glaube ich, irgendwas Fruchtiges, sehr Fruchtiges. Ich hatte doch. Hatte ich so wenig? Ich hatte doch viel mehr, oder? Nee. Doch einen habe ich noch irgendwo. Und wo war der? Müssen wir mal gucken, sind das alles? Nee, das waren doch da drüben nicht so viele, oder? Ach, das war der. Ah, ja, genau. Okay. Ich denke es zumindest, weil das war nämlich dann teilweise ganz schön schwer. Nee, da ist der nicht drin. War der doch da drin? Oder das war wirklich der einzige, den ich nicht. Und dann ist es doch der hinten drauf steht. Okay, gut. Dann hatte ich den Safari Sunset. Also da muss ich sagen, da hatte ich auch einen dabei, der war richtig bäh. Und man sieht auch schon, auch hier im Inneren, wie sehr die gelitten haben durch die Wärme. Ja, also der ist parfümig, blumig, ja, parfümig, blumig. War Duft des Monats Juni 2020. Der Safari Sunset. Warme Amber mit einem Hintergrund aus süßem Jasmin und einem Hauch spritziger Zitrone enthüllen pure Schönheit. Himmel, Herrgott. Moment, Moment. Mal kurz einen Schock fürs Leben gekriegt. Katze Nummer 6, nämlich die von meiner Tochter, hat wieder gemeint, die kann hier reinspringen und hier für Unruhe stiften und mir einen halben Herzinfarkt bescheren.
Och, Happy. Gott sei Dank ist der Hund hier, weil sonst wären hier wieder Katzen geflogen. So, Happy, pass auf. Den, die hatte ich doch, also ich bin doch jetzt total falsch, oder? Nee. Dann hatte ich als nächstes den Chili Mango. Also man muss mit dem wirklich aufpassen. Also auch an den Bar, vor allem am Bar. Wenn man mit der Nase zu nah rangeht, dann kommt wirklich die Würze vom Chili. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also immer vorsichtig nur. Frisch geschnittene Mango und saftiger Pfirsich werden durch scharfe Chilischote aufgepeppt. Und ich merke es auch jetzt, ich war glaube ich gerade auch ein bisschen zu nah dran. Also hat echt Pep. Aber wie schon gesagt, die haben alle leider nicht so lange gerochen, wie es hätte sein sollen. Der Live in Bloom. Den hätte ich jetzt echt so gar nicht in die Kategorie blumig, sondern echt frisch mit rein. Eine vitalisierende frische Brise kombiniert mit Fräschen und von Tau benetzten grünen Duftnoten. Also die Fräschen hat man da sehr eich rausgerochen. Der war, glaube ich, mit einem von den wenigen, die noch gut gerochen haben. Der war auch immer sehr gut, der Succulent Sunshine. Ja, schon ein bisschen frisch, frisch blumig. Frisch blumig, würde ich sagen. Frisch blumig. Oh, ja. Süße Navel-Orange wird mit Kaktusfeige und Agavennektar zu einem Wüstentraum kombiniert. Also, ihr seht, ich hatte hauptsächlich wirklich puren Sommer. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier mein letzter ist. Nicht da drin. Doch im anderen. Muss ich mal hier hinten gucken. Ach so, das war wieder. Nee, muss man nicht aufklappen. Manchmal, ne? Nee. Den hatte ich, hatte ich den? Nee, den hatte ich nicht. Wo sind ihr meine ganzen Kataloge? Nee, da hatte ich den auch nicht drin. War der da drin? Nee. Aber Moment, Moment. Der war doch. Aha, hier ist er. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Den letzten, den Lemon Squeeze. Ach, der ist so mega geil. Der ist so mega, mega, mega geil. Ach, der ist zitronig-vanillig. Ist auch so ungefähr wie der Lemon Sorbet, nur der Lemon Sorbet ist ein bisschen weicher. Erinnert aber auch an das eine Eis. Aufruf an alle Zitronenliebhaber, Sie haben Ihren Lieblingsduft gefunden. Mit diesem authentisch herben Duft mit echter Zitrone, ausgeglichen durch einen Hauch von Vanillecreme. Und es ist wirklich so, es kommt erst BÄM, die Zitrone und dann die Vanille. Und das ist eine geile Kombi. Ist wirklich eine geile Kombi. So, das war's hier mit meinen. Was habe ich erwärmt dürfen? Jetzt werde ich mal gucken. Nein, die nächsten werden nicht aus keinen Testern bestehen, denn ich habe hier einen ganzen Korb mit neuen Sachen aus dem Katalog.
Ja. Die werde ich euch im nächsten Video zeigen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich es heute noch schaffen werde. Ich werde es probieren. Aber ich kann es nicht versprechen. Also, aber es kommt definitiv, also die Tage definitiv noch. Es gibt nämlich mega geile News. Also so unfassbar geil. Ich bin vorhin fast vom Glauben abgefallen, als ich die Neuigkeiten in meiner Workstation gelesen habe. Also, ihr dürft euch echt freuen. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich riesig. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen, ja, fröstelnden Donnerstagabend. Und ich setze mich jetzt gleich hin und werde das nächste Video machen. Denn es wird auch noch ein Video geben, natürlich mit unserer Herbstkollektion, die am 1. September an den Start geht. Es sind auch wieder unfassbar geile Sachen dabei. Müssen wir auch zusammen durchgehen, ist ja klar. Ja, ich muss Videos drehen. Ich muss Videos drehen. Ich muss mich echt jetzt hier in mein Wohnzimmer, wo ich mich eigentlich sonst gerne aufhalte zum Fernsehschauen. Ja, jetzt hier in mein halbes Büro quasi setzen und ja, Videos drehen. In diesem Sinne, macht's gut.